Die Firma Niebling hat mir ein weiteres Produkt zur Verfügung gestellt, und zwar das Premium Putzset. Das Premium Putzset wird geliefert in einer Nylon-Molletasche, kann also somit auch an den üblichen Rucksäcken, Taschen und so weiter, die dieses militärische Mollesystem drauf haben, verwendet werden und angebracht werden. Dieses Premium Putzset ist sehr gut und umfangreich bestückt. Wir nehmen es jetzt einfach mal Stück für Stück auseinander, dass ihr mal seht, was da alles tatsächlich drinnen ist. Wir fangen mal hiermit an, ganz normal, das Niebling Pulpo Reinigungsfluid. Wir haben hier in einem versiegelten Kunststoffröhrchen einen Edelstahlschaber, um zum Beispiel hartnäckige Verkrustung abzuziehen. Wir haben Reinigungsbürsten, Draht, Messingbürsten. Und zwar zwei Stück. Wir haben hier eine Nylon-Ölbürste. Wir haben einen Wollwischer. Dann haben wir einen Filzhalter. Das Schöne ist, all die Aufsätze für den Reinigungsstab sind in Kunststoffröhrchen verpackt, damit sie auch dort, selbst wenn sie schmutzig sind, nichts verunreinigen. Sie sind sicher in der Aufbewahrung. Sie gehen dadurch natürlich nicht so leicht kaputt, was natürlich ein sehr großer Vorteil ist. Dann haben wir einen kugelgelagerten Griff inklusive einer Verlängerung, falls es also mal auf eine für eine längere Kurzwaffe verwendet wird. Dieses Set ist jetzt hier für Kurzwaffen, es gibt es für Kurz- wie auch für Langwaffen. Dann haben wir eine Utility-Bürste, auf der einen Seite mit Nylon, auf der anderen Seite mit kurzen Drahtborsten. Dann haben wir hier 100 Reinigungsfilze für die Intensivreinigung. Wir haben so eine Art Staubpinsel, um lose Verschmutzungen, zum Beispiel im Griffstück oder wie auch immer, zu entfernen. Und wir haben einen Bohrblitz inklusive Ziploc-Tüte und Ziehgriff. Das hier ist einer der tatsächlich umfangreichsten Reinigungssets, die ich bislang überhaupt gesehen habe. Preislich liegen wir bei diesem Reinigungsset bei 114,30 €. Erhältlich sind diese auch wiederum bei der Shooters Corner, wie auch die Bohrblitze. Ich werde weitere Videos zu diesem Set machen, insbesondere bei der Reinigung von einer Waffe. Ich warte nur noch den nächsten Wettkampf ab, bis dann tatsächlich meine Glock bzw. die CZ-75 mal wieder überfällig sind, gereinigt zu werden. Und dann werde ich tatsächlich diese Produkte mal testen. Denn der Herr Niebling selber, Chef der Firma, hat mir als kleine Anekdote mitgegeben, dass sich diverse Händler schon bei ihm darüber beklagen, dass die Kunden keine Bürsten nachkaufen, weil die Qualität dieser Bürsten augenscheinlich so gut ist, dass die Dinger einfach nicht kaputt gehen. Und das wollen wir doch mal sehen, ob das tatsächlich der Fall ist. Ihr könnt natürlich auch bei der Shooters Corner die einzelnen Produkte immer nachbestellen. Ja, so eine Bürste kostet, glaube ich, 2 €, 3,50 € im Nachkauf, inklusive dem Röhrchen. Das ist also wirklich ein ganz normaler Preis. Wir sprechen hier nicht über utopisch hohe Preise. Wenn man überlegt, dass, sage ich mal, dieses komplette Set, wie es jetzt hier liegt, ohne diese Bohrblitze hier drüben, aber das, was hier liegt, liegt preislich bei einem Erstanschaffungspreis von 114,30 €. Das klingt erstmal viel. Wenn ich aber sehe, dass jetzt zum Beispiel allein der Bohrblitz ja mit 23 € zu Buche schlägt, ich hier 1, 2, 3, 4 verschiedene Bürsten habe, ich habe den Filzhalter, ich habe ja den Edelstahlschaber dabei, ich habe alles, was ich benötige, um tatsächlich eine Waffe sauber zu halten, sauber zu machen und diese zu pflegen, dann ist dieser Preis absolut gerechtfertigt. Und besonders wenn man sieht, also mein erster Eindruck ist die Qualität top. Und ich habe schon viele Reinigungssets empfohlen, stehe ich nach wie vor dazu, die ich empfohlen habe, und viele probiert. Aber das hier macht auf mich bislang, was die Utensilien betrifft, auf jeden Fall den besten Eindruck. Das ist das Premium-Putzset von Niebling. Gibt es in Lang- wie auch Kurzwaffenkalibern.
Schaut einfach mal bei der Shooters Corner rein. Links poste ich euch unten hin. Aber nicht jetzt zu diesem Produkt selber, sondern ich mache das einfach ein bisschen globaler zu der Rubrik Waffenpflegeprodukte, weil die Kollegen von der Shooters Corner haben dort die ganzen Produkte, die sie im Portfolio haben, von Niebling dort hinterlegt. In diesem Sinn, wir sehen uns beim Putzvideo.